Leute, die Polykrise ist hier und nicht erst seit kurzem. Ökologischer Zusammenbruch, planetare Erhitzung, Abwendung von der Demokratie, die sich Monat für Monat verschärfende soziale Ungleichheit. Wir befinden uns in einer gigantischen zivilisatorischen Abwärtsspirale. Wenn ich dich Vertreterinnen und Vertreter der etablierten Parteien über gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesen Zeiten reden höre, dann wirkt das auf mich verdammt hohl. Sie beschwören Solidarität, aber de facto zeigen sie sich mit ihrer Politik null solidarisch, zumindest gegenüber dem allergrößten Teil der Bevölkerung. Eine Inflation, die vollkommen außer Kontrolle ist, obwohl sie sich eigentlich kontrollieren ließe. Eine daraus resultierende Lebenshaltungskostenkrise, die dazu führt, dass zahlreiche Menschen nicht mehr wissen, wie sie bis zum Ende des Monats über die Runden kommen sollen. Menschen, die keine anständigen Jobs finden. Menschen, die keine Wohnung finden in einem eigentlich reichen Land. Und währenddessen führen unsere Politikerinnen und Politiker Ablenkungsmanöver durch. Scheindebatten über Grenzkontrollen, über vermeintliche Ernährungsgebote und Sprachverbote. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe keine Lust mehr, die regierenden Politikerinnen und Politiker ständig an ihre Verantwortung zu erinnern. Ich für meinen Teil gedenke, sie zur Verantwortung zu ziehen. Wir werden sie konfrontieren. Wir werden ihre Verfehlungen benennen. Und ja, mittel- bis langfristig werden wir sie auch ersetzen. Mein Name ist Vincent Welsch, wir sind Mera 25 und das ist der Startschuss für unsere Kampagne zur hessischen Landtagswahl 2023. Schließt euch an.